Willkommen zurück zu Hero Siege. Akt Nummer 6, Schwierigkeitsgrad Destruction. Let's go. Mein Shop ist am Start. Na jetzt. Lassen die Gegner alle platt machen. Oh, nice, noch eine Quest. Gitarre, die ist hier unten, wenn wir uns näher kommen. Geekinator. Nice, hab einen Shop. Gibt nicht mehr so viele Relikte, die wir wirklich kriegen oder gebrauchen können. Stoning-Effekt, Versteinerungseffekt, was macht, weiß ich nicht. Um ehrlich zu sein. Na klar, versteinert, aber ich weiß nicht wann. Also entweder wir hitten Gegner oder Gegner berührt uns oder wie auch immer. Und dann weiß ich nicht, wie versteinern gemeint ist, ob der Gegner dann stirbt. Was eigentlich Sinn machen würde. Oder ob er stehen bleibt. Ich habe keine Ahnung. Aber eh nicht das beste Relikt, von daher alles gut. Die Map ist eigentlich ganz easy, und zwar einfach entweder im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Komplett entlang moven, Gegner killen. Easy, easy. Typischer Gegenstand, das ist natürlich sehr nice. Krass, wie viel Damage wir machen. Oh, fuck. Eine neue Waffe gefunden? Ah, ich glaube, die war neu. Okay. Weil Damage ist echt insane. Der gefällt mir unfassbar gut. Gerade. Der Boss ist irgendwo hier oben, glaube ich. Mit seinen 18 Millionen Leben ist direkt down. Direkt weiter, Map Nummer 2. Ah, Shop ist am Start. On point. Nice. Browsing is free for now. Das war bad. Oh, nice. Katana. Macht random on hit. Ne, bei hit. So, nächstes Mal. Sandstürme um uns rum. Ist ganz nett. Hat für Nahkämpfer nochmal deutlich interessanter. Für uns jetzt nicht so, aber Schaden tut es auch nicht. Mal schöner Damage, falls doch dein oder andere Gegner zu nahe kommen sollte. Ist der Gegenstand da unten? Ja, aber schon mal den Boss rufen. Was ist es denn? Oh, nice. Münze. Okay, down. Mit Nummer 2. Damit auch beendet. Questen eigentlich ziemlich unnötig. Da wir schon Level 150 sind. Und eigentlich nichts mehr wirklich davon haben. Die bisschen EP, XP damit zu nehmen. Eine Kristalltruhe gestanden. Legendärer Gegenstand verpasst. Shit. Es fliegt um uns rum, ganz nett.
alle Waves gerufen. Noch eine Quest. Das ist Bonk, geht noch nach. Shoppy hatten wir, ne? Ja. Ich hasse es, wenn Gegner nachspawnen. Ich hasse es. Hier, okay, wir hatten Nummer 4. Die davon beste Map im Game. Okay, letzten Gegner, dann wäre es mein Shop. Browsing is free. Weiter geht's. Ah, da Waves rufen. Noch eine Quest. What the heck? Ah, die Quest ist langweilig. Was ist das für ein Stein, den ich auf dem Kopf habe? Das müsste der Mond sein. Daddy, das Mond. Quadrat. Map Nummer 4, die wir jetzt beenden. Toller Boss. Letzte Map des Aktes. Das ist der Shop, sehr nice. Uraltes Monster, auch cool. I've got what you need. Do you have what I want? Das aktivierbar. Das Relikt dementsprechend sehr uninteressant für mich. Mystische Rüstung da liegen lassen. Ich
Nice. Und das Auge. Tschüss. Und jetzt kommt Dark Boss. Dann sind wir schon durch mit der Folge. So, ich habe unser Divine Shield. Das muss ich dann gleich benutzen. Das Timing eigentlich ganz gut. Und ein Wormhole Key. Wunderbar. Nimmt. Habe ich's? Ja. Nice. Das war Nummer 6 schon. Ging ja ziemlich schnell. Hey guys, it's me, the party pooper. Erstmal raus. Items abchecken. Hat mehr All Talents. Schade. Insgesamt nicht so gutes Zeug dabei gehabt. Aber ist okay. Das war Nummer 6 auf Destruction. Ja, wir neigen uns jetzt dem letzten Akt dieses Schwierigkeitsgrades. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!